Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Blackjack schreibt: Banks, Ente ist auf der Netherinsel, schnapp ihn dir. Banks, Ente ist auf der Netherinsel, schnapp ihn dir. Boah, ja. Guck mal, was er jetzt schreibt. Ja, schon gesehen. Ja. Aber ich hab mein Augen mehr. Okay. So, sie hat nämlich noch 3 Herzen. Alles klar, mein Freund. Du hast auch noch 3 Herzen, das heißt, wir werden jetzt unter anderem dich streamsnipen, was komplett legitim ist und erlaubt ist. Let's go. Banks! Bleib mal stehen, mein Freund. Na du? Wolltest du mich etwa abpassen, oder was? Ich sag mal so, ich habe gesehen, dass du geschrieben hast, dass du ein Auge auf mich geworfen hast. Deshalb dachte ich mir, komm, vielleicht kann man dich ja mal ein bisschen streamsnipen und mit dir reden. Wir können gerne reden, Sue, aber Stani hat schon große Töne gespuckt, dass es in 72 Stunden hier eine große Offensive geben soll. Oh, das hast du dir sogar schon angeguckt und angehört, oder was? Da wurde mir gesagt, angucken muss ich es mir noch, aber 72 Stunden, der Ampelkrieger-Clan wird da sein, er muss dir keine Sorgen machen. Okay, ich bin echt gespannt. Ich sag mal so, ich bin nicht hier, um jetzt gegen dich zu fighten, aber ich würde mich freuen, wenn jetzt die nächsten Tage irgendwann ein Fight entstehen sollte. Abgesehen von das, also, was alles geplant wurde, okay, das erstmal hinten vorweg, aber ich will einen Kampf mit dir haben. Einen Kampf gegen dich. Du bist mein Erzfeind. Ein 1 gegen 1? Vielleicht kein 1 gegen 1, aber Gruppenfight. Okay, Clan schon gegen ein Clan. So ein Teamfight würde ich, glaube ich, richtig cool finden. Boah, also da bin ich auch Big Fan von, ne? Weil ich glaube, in Zukunft werden wir auf jeden Fall noch die Gelegenheit bekommen auf ein 1 gegen 1. Irgendwann, wenn wir im Late Game angekommen sind. Am Ende, safe. Ja. Ja, keine Regeln, 4 gegen 4, ihr seid 4, wir sind 4. Wobei, ich habe angeblich gehört, dass einer unser Clan verlassen hat. Ich muss da erst noch mal Nachforschung antreten. Wie werdet euch verlassen? Ja, Alphastein hat irgendwie nach 2 Tagen wieder verlassen, aber gut. Ich habe dir gesagt, du darfst ihm nicht vertrauen. Ja, ja, ist ehrlich so, ohne Witz, ist ehrlich so. Vielleicht ist das aber von dir gerade auch eine Manipulation. Vielleicht stimmt das gar nicht und du willst, dass ich das denke. Nein, das stimmt wirklich. Aber ehrlich? Ich habe so oder so einen vierten. Ich habe noch jemanden, der hat ein persönliches Auge auf dich geworfen. Ich glaube, du weißt doch, wer das ist. Ein persönliches Auge? Wir sind hier unmittelbar in der Nähe des Ereignisses. Redest du von Gomme? Gomme, dessen Base-Kapitän. Gomme auch, ja. Gambo. Oh, Gambo. Ja. Da bin ich eh noch sauer, dass er, also dass Ente den Kicker ist, hat. Ich hätte gern den Kill gemacht, aber okay. Ja, glaube ich dir. Ich muss ehrlich sagen, als ich Stani jetzt join habe, sehen, habe ich erstmal die Hände, die Füße in die Hand genommen und schnell aus der Base raus, Alter. Nur vielleicht um ist das doch noch eine Falle, wer weiß. Ja, Alfredo, ich meine, guck mal, wer alles online ist. Ente ist da. Ja, ich sehe das hier. Stani ist da, vielleicht umzingen wir dich gleich. Na, ich gehe mal lieber, ne? Ich ja? Ja, ich bin absolut sicher. Angriff, Leute, jetzt! Nein, Spaß. Jungas, jo! Nein, das war natürlich irgendwas. Ich hatte gar nicht vor, ihn irgendwie anzugreifen. Ich meine, es ist erlaubt zu streamsnipen. Warum ist er so schnell? Abgesehen davon hätte ich ihn ganz bestimmt so nicht angegriffen, Leute, durch Streamsniping. Ich meine, es ist erlaubt, es ist machbar. Andere haben das auch schon bei mir gemacht. Ich finde das nicht so krass, wenn ich ihn jetzt dadurch gekillt hätte. Vielleicht es kommt auf die Situation an, wenn er jetzt wirklich mit mehreren Leuten am Start wäre oder wir wirklich schon so Richtung Late Game sind und das alle so richtig tryharden, dann okay. Aber gerade habe ich das nicht als notwendig empfunden. Und deshalb, Leute, alles schön und gut. Titel ist gesaved und ich wollte auch mit einem Ex-Königskrieger reden. Deshalb bin ich hierher gekommen. Wo bist du? Da bist du ja. Oha, du bist bei mir voll verpackt. Na du? Wie verpackt? Nee, alles gut bei dir? Ich bin extra den ganzen weiten Weg hierher gekommen. Ich hoffe, dir geht's gut mittlerweile. Hast du dich ein bisschen erholen können? Ja, mir geht's richtig gut. Schau mal, ich habe eine neue Rüstung. Ich habe mir die selber alles gemacht. Ja, sehr, sehr nice. Gefällt mir. Richtig stark. Ja. Ich habe halt wirklich wieder mal dafür gesorgt, dass ich halt mich selber irgendwie versorge. Ich habe jetzt auch endlich einen Bogen und einen Greifhaken. Endlich, wird doch mal Zeit, ne? Jetzt kann man dich auch ein bisschen mal ernster hier nehmen, Denergy. Folge 1, meine erste Folge. Yeah, wow. Aber Denergy, warum sollte ich hierher kommen? Bro, ich muss unbedingt mit dir reden, Bro. Es ist so viel passiert. Ja. Und ich muss einfach mal, weißt du, ich gehöre ja immer noch zu den Königskriegern, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt da so ein Problem, Bro. Hm? Dann hau raus. Ich hab mich von dir wirklich richtig fein gelassen gefühlt. Bro, greif mich lieber nicht an. Wie greif mich nicht? Lieber Mann, nicht dieses an. Warte kurz. Drück mal STRG oder Shift. Ja. Ja, okay. Genau so. Also, das lasse ich nochmal gelten hier, aber wenn du wirklich was, mich zum Fight machen solltest, Denergy, dann werde ich das? Dir auch dein letztes Herz nehmen, okay? Du würdest mir. Du es dann doch, wenn du mich als Königsträger wahrnimmst. Denergy, hier. Mach nicht diesen mit mir, okay? Mach das nicht.
Du hast dich verändert, Sue. Du hast immer gesagt, wir werden zueinander stehen. Und ich ja, habe ich zwei Herzen verloren wegen dir und deinem. Wieso wegen mir? Denji, hör mir mal ganz kurz zu, okay? Erstens, wir sind ein Team. Ein Team basiert auf wie vielen Leuten? Auf eine Gemeinschaft, auf eine Gruppe. Was können wir dafür, wenn du dich immer einloggst, während wir nicht online sind? Natürlich greifen die dann das schwächste Glied an, was unter anderem noch nicht PvP-Erfahrung hat. Aber anstatt, dass du mich dumm anmachst, anstatt, dass du sagst, ey, Stu, trainier mich lieber, dass wir dann gemeinsam eine Chance haben gegen die, greifst du mich einfach an, obwohl ich immer nur das Beste für dich wollte? Es tut mir leid. Nein, du musst dich nicht dafür entschuldigen. Alles gut, ich weiß, dass es für dich auch mega ärgerlich ist. Und vor allem auch die Situation. Ich meine, du hast ein Leben. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich nehme dir das nicht übel. Du kannst machen, was du willst. Aber tu mir nur einen Gefallen und verrate uns nicht. Weißt du, was ich damit sagen will? Ja. Dass du neutral wirst. Ich hätte erstmal eine Pause nehmen müssen, weißt du, von den Königskriegern. Ich kann nicht mein letztes Leben dafür verantworten, dass wenn Ente wieder alles explodieren lässt, dass ich dann wieder tanken muss. Verstehe ich vollkommen und ich nehme dir das gar nicht übel, weil so bist du auf der sicheren Seite. Ich bin mir sicher, die anderen werden dich in Ruhe lassen. Sobald du aber irgendwie gegen uns schießen solltest, sind wir, die Königskrieger, diejenigen, die dein letztes Herz rauben werden. Was? Und du dann vom Spiel gebannt wirst. Deshalb, sei mit allen cool, sei neutral, leg dich nicht mit uns an, leg dich auch nicht mit den anderen an, damit du in Ruhe gelassen wirst. Ich will sogar, dass du in Ruhe gelassen wirst, okay? Ja. Deshalb, Denji, ich drück dir die Daumen, ich will nur das Beste für dich. Sue, ich habe noch eine letzte Frage. Ja? Du hast ja was gesagt, dass du mich PvP trainieren könntest. Ja. Könntest du das wirklich machen? Das können wir gerne machen. Aber nicht hier, weil sonst verlieren wir hier aus Versehen ein Herz, nicht? Nö, das wäre nicht so gut. Das wäre gar nicht gut. Nee. Okay, Stu, gut, dann werde ich jetzt halt kein Königskrieger erstmal sein. Aber ich möchte noch eine Entschuldigung von dir haben. Eine Entschuldigung für was? Ja, für dass ich hier Banks und Crymax haben mich ja beide hingerichtet. Aber guck mal, ich kann nichts dafür. Ich weiß auch, dass viele gesagt haben, ey, Stu, wärst du online gewesen, dann könntest du dafür ein Herz verlieren. Aber ich sag dir ehrlich, es hört sich vielleicht egoistisch an, aber ich würde niemals für jemand anderen in einem PvP-Projekt einfach sagen, ey, okay, killt mich lieber. Bro, am Ende sind wir eh alle miteinander verfeindet. Es ist nur eine Frage der Zeit, das ist alles temporär. Ja, dann und deshalb werde ich dich jetzt töten! Okay, es tut mir leid. Es war nur Spaß, Junge. Genau diese Aktion dürfen jetzt die nächsten Tage nicht mehr passieren, Freundchen, okay? Weil sonst kann ich dir nicht vertrauen. Und wenn ich dir dann nicht vertrauen kann, werde ich dich angreifen müssen. Sue, ich habe vielleicht Informationen, die dich interessieren könnten. Jetzt, wo wir vielleicht nicht mehr Königskrieger sind. Guck mal, dir zuliebe sage ich dir das jetzt offen und ehrlich. Ich würde liebend gern diese Informationen annehmen, aber dann sehen die das in meinem Video und dadurch wirst du dann wieder Ziel werden. Und das möchte ich nicht. Ich denke also an dich. Du hast recht. Sue, ich hoffe, das nächste Mal werden wir uns sehen, dass wir keine Feinde sind. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen, hä? Ja, das ist jetzt ab jetzt ja alles egal ist, weil wir fast ja keine Königskrieger mehr sind. Eben ja nicht. Ich sage ja, du musst neutral bleiben, weil wenn du jetzt uns verraten solltest und es hat aufgehört zu regnen, nein, das heißt, ich muss jetzt den ganzen Weg alleine wieder zurück. Sue, ich werde in der Mitte der Inseln werde ich halt einfach einen Kokumbi-Laden aufmachen, wo ich Gurken verkaufe. Das wird jetzt erstmal auch ein Projekt von mir sein. Weißt okay, dann mach das. Ich unterstütze dich dabei. Ich werde dich ab und zu besuchen und dort auf der mittleren Insel, also wirklich in der Mitte, Leute, da kann man eigentlich niemanden angreifen. Das ist PvP-freie Zone. Ja. Okay. Pass auf. Julia. Ah. Den kriegst du wieder, weil du meine Rüstung angegriffen hast. Auf Wiedersehen. Jetzt heil dich mal. Auf Wiedersehen. Mach Wasser, wenn du angegriffen wirst mit Bogen oder... Okay. Ja, sehr gut. Ich hab LMG drauf. Wow, beautiful. Okay, pass auf dich auf. Die Welt ist okay, böse. Ciao. So, Freunde, dann haben wir das mit Denji auch abgeklärt. Es ist wirklich wichtig, dass der erstmal neutral bleibt, weil wenn er nicht neutral bleibt... Oh, ich hätte fast die Koordinaten gezeigt. Ich schwimme jetzt in irgendein... Was war das? Ich schwimme gerade in irgendeine Richtung. Ich glaube, ich muss aber dahin. Genau, Denji sollte neutral bleiben. Dann nehme ich ihm das auch nicht übel. Aber wenn er jetzt anfangen sollte, uns zu verraten... Könnte jetzt einfach seine Base liegen, ne? Er checkt wahrscheinlich nicht mal, dass ich hinter ihm bin. Wahrscheinlich, wenn ich ihm folgen würde, würde ich wieder zu seiner Base gelangen. Zu seiner neuen Base. Aber Leute, das lassen wir mal. Er soll schön sein Leben genießen auf der Minecraft-Heldeninsel. Und wir begeben uns zurück. Bis gleich. Leute, ich muss euch was zeigen. Guckt euch das mal an. Also ich habe schon ein bisschen länger jetzt aufgenommen, aber da ist nichts Großartiges passiert. Aber guckt euch das an, was ich jetzt gefunden habe. Der redet die ganze Zeit mit dem Phönix. Sparky, du bist ein echt schönes Tier. Oha.
Spaß, du willst was zu essen haben? Klar, kriegst du was zu essen. Der ist so verrückt geworden, Leute. Ich glaube, das tut ihm gar nicht gut, dass er noch ein Herz hat. Wirklich. Und irgendwann reite ich auf dir und dann kann ich hier durch die Gegend fliegen. Leute, ich mache immer ein bisschen Angst. Ey, das wird... IT, dein letztes Stündlein abgeschlagen. Spaß. Was machst du denn hier? Naja, ich suche gerade ein paar Leute, denen ich so Hallo sagen kann, ne? Aber irgendwie haut jeder von mir ab, habe ich das Gefühl. Haust du auch von mir ab? Hau die vor dir ab? Nein, ich hau nicht vor dir ab, ey. Du weißt, du hast nur ein Herz, IT. Ich weiß, ich habe nur ein Herz, aber du hast den Königskrieger-Gefängnis verschont, oder? Sag mal ehrlich. Also, ich sag dir, Retalk, ich hätte da die Möglichkeit, dich anzugreifen, aber ich hab's extra nicht gemacht. Ja, das hab ich gemerkt. Guck mal, jetzt einen eigenen Phönix hier. Krass, ne? Ja, ein Crymax, das hab ich schon gesehen. Er hat einfach einen Phönix mit einer Leine gefangen, ey. Der arme Phönix. Ja, der hat jetzt nicht leicht im Leben, der Phönix. Aber guck mal, mit dem Phönix kann ich auch fliegen. Willst du mal sehen? So, let's go! Ja, das können wir alle. Hui! Oha! Das ist ja voll cool. Alter, das hab ich ja noch nie gemacht. 10 Sekunden, Leute, dann nehme ich direkt den Segen mit. Krass, da habe ich was von IT gelernt, was Neues. Gucken wir mal kurz. 4, 3, 2, 1 und Restart. Bam. IT! Ja, so danke für den Trick, das kannte ich gar nicht. Es ist richtig krass, oder so. Kann man wieder zurück? Heftig! Ey! Aber IT, wie sieht's denn aktuell bei dir aus? Du musst mir keine Informationen geben, du kannst mir Informationen geben... Oh, wo ist mein Wassereimer, ey? Du kannst mir Informationen geben, wenn du möchtest und denkst, dass es halt nicht nachteilig für dich sein wird, also dass du dadurch keine Nachteile bekommst. Wieso rennst du hier so einfach rum? Du weißt, du hast ein Herz nicht, dass du angegriffen wirst. Ja, ich weiß, eigentlich ist es ein bisschen unsicher, aber du musst sehen, dein Kumpel Ente, was der hier gemacht hat, siehst du das? Der hat alles kaputt gemacht. Ja, ey. Weißt du noch, wo wir uns das erste Mal hier gesehen haben? Willst du mich da eigentlich wieder einladen? Meinst du mein Restaurant? Ja, dein Restaurant. Oh, zum guten. Also ich muss sagen, IT, erstmal auch vielleicht Entschuldigung von mir wegen damals, was da passiert ist mit der Explosion. Du warst gar nicht auf der Liste. Also ich sag dir ehrlich, Max war auf der Liste, Chaos, Flo und Banks. Dass du aber leider zu dem Zeitpunkt online warst und auch genau ausgerechnet du davon betroffen wurdest, das tut mir wirklich leid, das wollten wir nie. Das war auch der Grund, warum ich dich am Leben gelassen habe im Gefängnis. Okay, ja, das Ding ist, es hat genau die Falschen erwischt. Es hat Endic erwischt, Osmelina und mich. Das ist krass, ne? Ausgerechnet die wir wollten, waren gefühlt geschützt von irgendeinem Segen. Ja, und alle anderen sind draufgegangen, aber COM, warte mal, ich mach dir erstmal was zu essen, was Leckeres. Worauf hast du denn Hunger? Und ich kann dir auch den anderen wahren Grund nennen. Als du im Gefängnis warst, war mein Ziel natürlich, Alphastein heranzulocken. Und als er dann wieder aufgetaucht ist und wir ihn angegriffen haben, hatten wir auch da die Möglichkeit, ihn komplett zu vernichten. Er hat ja Disconnect bekommen, aber dann haben wir ihn auch verschont. Oha, ehrlich jetzt? Krass! Ja. Aber IT, ich mache mir ein bisschen Sorgen, nicht, dass du hier von irgendjemandem gekillt wirst oder gebannt wirst. Aber ich sag dir, falls jemand wirklich dein letztes Herz nehmen sollte, dann werde ich dafür sorgen, dass ich ihm ein Herz abziehe. Stell dir mal vor, ich bin es trotzdem irgendwann. Weil, wenn die richtige Phase losgeht und die Teamfights starten und du mit deinem Team fightest, dann werde ich keine Rücksicht nehmen, IT, okay? Na gut, SU, es ist, wie es ist. Ich weiß, du bist auf der anderen Seite, du bist bei den Königskriegern. Da ist ein Fisch. Eigentlich... Blop. Ey. Blop. Willst du ihn retten? Das macht gerne. Rett ihn mal, den Fischkopf Larry, weg mit dir. Und schieben. Und da haben wir direkt wieder ein Lebewesen gerettet. Das ist doch schön. Sehr gut. Gut, IT. Es sind viele online. Pass auf dich auf, nicht, dass du angegriffen wirst. Es ist gefährlich hier. Und ich sag mal so, wer die Qual hat, hat die Qual, okay? Was machst du jetzt eigentlich dann noch? Ja, ich geh noch ein bisschen hier alles wieder aufräumen, was dein Kumpel zerstört hat. Ja, viel Spaß. Aber vergiss nicht, Ente kann das wieder machen und dafür kann ich keine Rücksicht nehmen. Ich weiß. Weil Ente will das auch gewinnen. Ciao, Bro. Ciao. Tschüss. Der arme IT, Leute. Mal gucken, ob er gleich wieder mit dem Phönix reden wird, aber ich denke nicht, Leute. Ich denke nicht. Ist ja auch egal, Leute.
Was sagt ihr? Sollen wir ein Späßchen uns erlauben und den Phönix einfach abziehen? Oder sagt ihr lieber nicht? Ein Crimex Phönix wurde geklaut. Was haltet ihr von dem Prank? Sagt ihr, das ist ein guter Prank oder wird das nicht klappen? Ansonsten, Freunde, falls jetzt nichts Besonderes mehr passiert, würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Haut rein, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke. Ciao, ciao!